Vermute, wir müssen uns das Telefon wie so ein Knäckebrot vors Gesicht halten, damit wir irgendwas hier rauskriegen. Darf ich da noch reinbeißen wie in ein Knäckebrot? Schatz, ich habe das Telefon gerade neu gebraucht. Ich mag nicht da schon wieder so Bissspuren rausjagen. Schon wieder? Ja, mein letztes Telefon hatte das. Es war ein Sony Knäckeson. Gut. Ja. Na gut, ich werde nicht reinbeißen. Ich wäre dir sehr verbunden. Wo sind wir denn gerade? Wir sind in Berlin im Museum für Kommunikation, wo dieses Wochenende die Comic Invasion Berlin stattfindet. Genau, wir wollten wenigstens ein paar Eindrücke einfangen. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich einfach heute keine Energie, noch Interviews zu führen. Und die Leute sehen auch alle ein bisschen sehr beschäftigt aus zum Teil. Und ich bin auch ein bisschen schüchtern. Ja, das kann ich bestätigen, dass du schüchtern bist. Und es ist auch tatsächlich verhältnismäßig laut. Also wir sind jetzt in der zweiten Etage von diesem Museum. Die Comic Invasion ist im Erdgeschoss. Und ich höre sie immer noch sehr laut. Also ich bin auch von gestern ein bisschen durch. Wir waren ja gestern schon hier, heute ist Sonntag. Und mir ist es ein Ticken zu laut insgesamt. Und es ist wahrscheinlich, wenn man da Interviews führen wollte, müsste man sich auch eine ruhige Ecke irgendwo suchen. Und das wäre draußen. Und heute regnet es halt leider ein bisschen. Und so ein bisschen ungünstig. Von daher müssen wir das mit den Interviews aufeinander mal verschieben. Ja, oder im nächsten Jahr vielleicht einfach mit ein bisschen besserem Equipment hier hinkommen, weil wir sprechen gerade in mein knäckriges Telefon hier. was tatsächlich ein bisschen knäckiger ist, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, dass man das hinterher versteht. Auphonic wird es hoffentlich retten. Nun ja, sei es drum. Was sind denn, du bist das erste Mal auf sowas wie einer Comic Invasion. Ich war vor 2 Jahren schon mal auf einer Comic Invasion. Was sind so deine Eindrücke? Ich finde es sehr schön. Ich bin froh, dass wir hergefahren sind. Ich finde es ganz spannend zu sehen. Es sind halt so ein paar Verkaufsstände von Verlagen bzw. Comicshops auch, wo eben verschiedene Verlage angeboten werden, die ich teilweise auch kenne, also Reprodukt und sowas zum Beispiel. Und teilweise sitzen aber auch Künstler hier, Künstlerinnen zeichnen selber auf Wunsch oder ähnliches. Ich war gestern bei Live-Zeichnen mit Musik von Reinhard Kleist. Der hat zu seinem Nick Cave-Comic quasi oder aus seinem Nick Cave-Comic Bilder gezeichnet zu Musik von Nick Cave, wenn ich es richtig verstanden habe. Bin mir aber nicht sicher. Nee, das waren Eigenkompositionen. Okay, dann waren es. Von der Band. Von der Band, The Good Sons. The Good Boys, wie ich sie genannt habe, fälschlicherweise. Es tut mir leid. Es war sehr schön. Das fand ich sehr cool. Also, es war auch begeisternd zu sehen. Reinhard Kleist hat mit so einem Tusche-Dingsi-Pinselchen irgendwas gezeichnet. Wie akkurat er das kann. Also das war wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Textmarker, aber wie ein Pinsel. Ja, also total geil. Also, so ganz dünne, feine Linien, mit denen er unheimlich viel Ausdruck in die Gesichter reingebracht hat. Und mit dem gleichen Ding konnte er aber auch ausmalen. So, das war richtig cool. Und dann war ich noch bei der zweiten Hälfte von einem Comic-Zeichen-Workshop. Das war auch echt schön. Es hat Spaß gemacht mit Hillerzeder, ist der Nachname von dem Menschen. Ich habe den Vornamen vergessen. Es tut mir leid. Maximilian. Maxim ist auch ein langer Vorname. Den kann man schöner. Schon mal. Ist ein schöner Vorname, aber auch ein sehr langer. Den kann man schon mal vergessen, wenn man sich so auf den Nachnamen konzentriert. Auf jeden Fall war das auch echt cool, hat Spaß gemacht. Wir haben Freunde getroffen, mit denen wir dann so ein bisschen, also ich vor allem durch die Gegend gestanden bin. Du warst ja am Stand beschäftigt. Ja genau, ich habe mich gestern Nachmittag mal eben 2 Stunden Infotischdienst gemacht, was auch sehr spannend gewesen ist. Eben aus der Perspektive heraus, dass ich die Veranstaltung ja von vor 2 Jahren schon kenne, wo es noch im Spree gewesen ist, in dieser alten Lagergeschichte da, also das alte Fabrikgelände gewesen praktisch. Und da hat das jetzt etliche Jahre stattgefunden und die sind dieses Jahr eben das erste Mal tatsächlich in dieser neuen Location. Und es ist also zum Teil ein ganz anderes Publikum. Hier laufen auch viel mehr Kinder rum, als das vor 2 Jahren der Fall gewesen wäre, sondern was früher damit, also eher so dieses, und das sagen auch die VeranstalterInnen selber, eher so dieses Hipster-Publikum angezogen.
Das läuft hier natürlich auch rum, das ist ganz normal. Also das klingt natürlich despektierlicher, als es gemeint ist. Aber hier sind halt eben auch kleine Familien mit Kindern und die möchten hier Merchandise kaufen, das Ganze neu entdecken. Gestern wollte hier einer ein Praktikum machen, das fand ich auch ziemlich geil. Ja, das war witzig. Beziehungsweise seine Mutter wollte, dass er hier ein Praktikum macht. Beziehungsweise wollte seine Lehrerin, dass er hier mal fragt, ob er hier ein Praktikum machen kann. Und dann hat seine Mutter für ihn gefragt. Seine Lehrerin wollte, dass seine Mutter wollte, dass er ein Praktikum macht. Irgendwie sowas. Es kam nicht zu diesem Praktikum. Es war, es ist halt ein ganz anderes Klientel, dadurch, dass es jetzt hier in diesem Museum ist, was auch ein bisschen stadtzentraler liegt. Und eben auch ein ganz anderes Ambiente hat, als es das im Urban Spree der Fall gewesen ist. Also man hat hier eben auch reguläres Museumspublikum. Das ist ganz spannend. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen mehr Event sehen werden. Ja, das hoffe ich auch. Wir haben uns das vorgenommen vom Programm her. Ich war gestern ein bisschen, ich habe nur das Kurzprogramm sozusagen, den Flyer mit dabei. Offenbar gab es noch mehr, als ich überhaupt wusste. War aber auch nicht so schlimm, aber wir werden heute noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, und das Museum ist echt cool, also weil dieses Museum für Kommunikation an sich ist schon ziemlich cool, weil es so ein Anfassmuseum ist, man kann ganz viele Sachen ausprobieren. Das finde ich sehr schön und da passt irgendwie dieses... diese Comic Invasion zum Anpassen auch irgendwie ganz gut dazu, finde ich. Also so alles sehr, sehr unmittelbar. Also es ist nicht irgendwie Museum und Ausstellung oder sowas, sondern man kann schon mit den Leuten reden und echt schön. Ja, und ich finde es halt immer witzig. Ich bin unfassbar gerne in Berlin. Das haben wir, glaube ich, gestern gemerkt, als wir das erste Mal in die U-Bahn gestiegen sind hier. Und für mich ist Berlin immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also mein Lebenstraum ist ja hier, um auch mal zu wohnen. Ja, und dann fahren wir uns auch nicht mehr mit den U-Bahnen. Genau. Pankow ist schön. Wir hätten hinfahren sollen. Ja, zumindest grob in die Richtung. Das wäre gut gewesen. Ja, keine Ahnung. Ich finde es halt, es ist immer so ein bisschen wie Freunde treffen. Also entweder befreundete PodcasterInnen, die Lara, die ihr hier mitorganisiert, die ihr hier aus dem Podcast auch schon relativ gut kennen solltet. In Carlos von Yay Comics. Also ihr könnt auch einfach mal die Yay Comics, gar nicht wahr, die offizielle Comic Invasion Podcast-Sendung dazu hören. Da sage ich noch zwei, drei Sachen mehr. Ja, und ich bin angesprochen worden im Vorfeld, ob ich nicht ein paar KünstlerInnen-Interviews führen möchte. Und nee, also dieses Jahr noch nicht. Aber das mache ich dann, wenn wir das nächste Mal herfahren, mit ein bisschen besserem Equipment dann auch und nicht mit einem Knecke-Handy. Genau, dann laufe ich mit dem ganzen Technik-Equipment, so ein Richtmikro von oben oder so hinter dir her. Genau. Und du gehst einfach nur auf die Leute zu und quatsch sie an und ich mache die Technik. Richtig. So habe ich mir das exakt vorgestellt. Ja, ich auch. Das ist ja gut. Ja, was sollen wir heute noch sehen? Wir haben uns gleich um 14 Uhr den Workshop rausgesucht. Der ist auch sofort an eigentlich. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Genau, das ist im Hof. Wo sind wir denn? Sonntag. Sieht doch alles gleich aus. Der Flyer ist nicht so gut. Nee, der ist ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Das machen wir nächstes Jahr nochmal besser. Ja. Genau. 14 Uhr Lesungen wären heute noch, auch mit Maximilian Hillerzeder. Da gehen wir aber nicht hin. Wir gucken uns den Workshop an um 14 Uhr, Keller Kreativwerkstatt. Das ist unten im Keller, da warst du schon mal, ne? Ja, da bin ich dann tatsächlich, nachdem ich meinen Rucksack abgegeben hatte, reingekommen. Also es war gestern ein bisschen tricky, weil ich wollte da gerne hin. Und dann stand da so ein Museumswärter, Wächter, was auch immer, der mich leider nicht gut verstanden hat und ich ihn nicht, weil er nicht Deutsch sprach von der Muttersprache her. Und er sagte, ich fragte ihn, ob der Raum da unten sei, wo ich hin wollte, weil ich mich ja nicht auskannte. Und dann meinte er immer nur Rucksack abgeben und nee, und nicht mit Rucksack hier rein und so. Und ich wusste dann nicht mal, ob der genau. Raum ist. Genau, also wir gucken uns dann gleich Federico Cacciapaglia an. Das habe ich garantiert falsch ausgesprochen. Dann um 15 Uhr haben wir, ist gar nichts. Ach, das Konzert, genau, von Orchestre Miniature in the Park. Oder Miniature, Orchestre Miniature in the Park. Ich weiß nicht, ob man das Deutsch oder Französisch oder Englisch ausspricht, weiß ich nicht. Und um 16 Uhr gibt es dann noch einen Wettbewerb, Comic-Wettbewerb, da gibt es eine Preisverleihung. Und zu 17 Uhr müssen wir dann schon wieder los, weil es dann zurück nach Leipzig geht. Genau, weil wir wohnen ja, obwohl es ein Lebensraum ist, in Berlin zu wohnen, noch nicht in Berlin. Deswegen müssen wir nochmal nach Leipzig und da fahren wir nochmal zwei Stunden und werden heute Abend mitgenommen. Mit Mitfahrgelegenheit, das ist ganz schön. Aber es ist auf jeden Fall schön, hier zu sein. Also ich werde total platt sein, wahrscheinlich werde ich im Auto sitzen und einschlafen. Aber ich komme gerne wieder mit. Das sind gute Nachrichten. Das soll es gewesen sein von den O-Tönen, unseren O-Tönen von der Comic Invasion. Ich hoffe, dass man uns verstanden hat. Ich hoffe auch, vor allem, ihr konntet das retten. Und wenn nicht, habt ihr halt Knecke-Podcast bekommen. Ist doch auch nicht schlecht. Ja. Ja, dann auf wieder Nerd. Auf wieder Knecke-Brot.